Endlich überqueren wir das lang ersehnte Balkangebirge, um die berühmte Stadt Sofia zu erreichen. Guten Morgen zusammen. Wir haben euch ja gestern Abend unseren schönen Zeltplatz gezeigt. Und hat sich herausgestellt, es war doch keine gute Idee. Erstens hat es noch angefangen zu regnen ohne Ende. Dabei ist uns dann auch das Tarp kaputt gegangen hier vorne, einmal gerissen. Und was macht ein Fluss, wenn es anfängt zu regnen? Er schwillt natürlich an, gerade in den Bergen. So sieht das Ding jetzt aus. Der war gestern nur noch halb so hoch. Müssen wir mal gucken, ob wir die Kame noch finden. Hier haben wir unsere Sachen noch stehen. Und wie hast du geschlafen diese Nacht? Gar nicht. Gar nicht, ne? War sehr unruhig. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, gerade Carmen, über den Zeltplatz hier. Wir haben uns ein bisschen verleiten lassen durch die schöne Landschaft. Und es war eine ganz dumme Idee, weil wir haben genau zwischen dem Fluss geschlafen. Und es war ganz klar, dass Und der Straße da hinten. Also unser Fluchtweg haben wir uns quasi selbst verbaut. Zum Glück hat es jetzt nicht gerade so viel geregnet, also Dauerregen, dass wir jetzt gar nicht mehr rüberkommen würden. Aber das wird gleich ein Abenteuer, die Fahrräder über den strömenden Fluss zu schieben und das Gepäck. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir unser Zelt trocken zusammenbauen und dann geht's rüber über den Fluss. Da lang. So, die Sachen stehen bereit. Carmen steht bereit. Auf geht's ins Abenteuer. Genau, noch Schuhe aus. Jetzt kommen die Fahrräder. Juhu, immer rein. Cool. Und Nummer 2. Schade, also mit dem ganzen Nebel hier über uns, habt ihr ja gerade gesehen, sieht man mit der Drohne nicht wirklich was. Dafür ist die Carmen schon da. Juhu! Nächste Etappe. Zum Gipfel! Nächstes Teilstück! Juhu! Chaka, halt durch! Du schaffst es! Was bei uns die Rehe sind, die frei rumlaufen und für Unfälle sorgen, sind hier Pferdchen am Straßenrand. Mitten im Balkangebirge. Aber die Leute, die haben Glocken. Scheint so, als würden die hier oben wohnen. Auf jeden Fall sorgen die für ordentlich Chaos im Straßenverkehr. Hallo Kumpel. Geht's da lang nach Sofia? Okay, danke. Und jetzt zieht auch noch richtig Nebel auf, also noch schlimmer als eben. Man sieht die Lichter der Autos kaum noch. Da kommen nämlich welche, könnt ihr sie sehen? Nee, ne? Jetzt hört man sie. Und da kommen sie, zack. Also
Wir haben hier noch so ein paar Lämpchen, die machen wir jetzt dran. Auf Blinklicht, piep, 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 piep. Und dann geht's weiter da lang. Richtig so. Steigung hier auf der Straße 81, die für uns durch das Balkangebirge führt, ist auch machbar vom Strampeln her. Und man wird sogar angehalten. Jawohl, guckt euch das an. Traumhaft schön. Jo, jetzt fahren wir in die nächste Serpentine. Guckt euch das mal an. Sauber! Tschakka! Fast geschafft, noch 1 Kilometer. Wir sind auf 1200 Höhenmeter. Noch 2 Serpentinen. Und guckt euch mal den Blick hinter mir an. Fühlt sich geil an. Du bist die Größte! Ich als selbsternannter stellvertretender Kleberbeauftragte erkläre hiermit Petro Hahn, höchster Punkt für uns auf dem Balkangebirge. Für Bike Pilgrim Land erobert. Boah. So, Carmen darf auch gleich noch jubeln. Die ist schon in Sichtweite. Verdammt stolz. Geschafft. Komm her. Glückwunsch. Wir haben jetzt hier eine Pausenmöglichkeit gefunden. Aber erstmal müssen wir an die Sachen. Trockene Klamotten rausholen, denn. Wir sind tot. Hier. Ejo. Tropf, tropf. Und ich habe nicht geduscht damit. Dobro Utro zusammen. Bin ich ja froh, dass man mich erkennen kann auf der Kamera. Carmen schon weniger hinter mir, denn man sieht die Hand vor Augen nicht heute Morgen. So neblig ist das. Ja, wir haben jetzt die Nacht hier oben auf dem Gipfel vom Balkangebirge verbracht. Nach unserer anstrengenden Aufstiegstour gestern. Tja, und aus Sicherheitsgründen wird die Abfahrt dementsprechend langsam von sich gehen. Und tja, auch leider kann man wahrscheinlich nicht viel erkennen auf der Kamera. Ja, und vor allen Dingen ist arschkalt heute Morgen. Wir haben gerade mal 12 Grad. Das heißt, ja, mit der Feuchtigkeit könnte es noch kälter werden, das heißt jetzt auch schon mal Handschuhe anziehen. Voll cool, ey. Wir sind gerade mal so 10 Meter gefahren und da hält uns Daniel an. Daniel hat Deutsch in der Schule gelernt, kommt aus Sofia und hat in Wien studiert. Grüß dich, Daniel. War schön, dich kennenzulernen. Diesmal Carmen hat schon Handschuhe an.
Ich hoffe, wir können den Weg finden hier bei dem ganzen Nebel. Ja, nicht, das ist wirklich, also der Nebel ist wirklich... Nicht, dass wir hier im Busch landen. Ja, okay, dann mal viel Spaß. Ja. Aber wie ihr sehen könnt, hat sich der Nebel ein bisschen verzogen. Wir können die Hand wieder sehen. Juhu, Daumen hoch. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, vergesst nicht, Daumen nach oben. Am besten Abo dalassen. Denn ab 1000 Abonnenten können wir von dem, was wir jetzt gerade hier machen, leben. Und das wollt ihr doch, oder? Und vor allen Dingen, jeder spendet gerne und Spenden tut gut. Das tut dir gut und das tut uns gut. Genau, so bringst du uns weiter. Danke, danke, danke. Oder wenn du meinst, du müsstest uns belohnen, vielleicht mit einem Kaffee oder mit irgendwas anderem, dann kannst du auch eine kleine PayPal-Spende sprengen lassen. Und wenn es nur ein paar Groschen sind. Oder werd doch einfach unser Patron. Dort hast du natürlich viel, viel Bonus von uns. Du kannst frühzeitig unsere Videos gucken. Und wirst natürlich auch in unseren Videos erwähnt. Also, vielen Dank im Voraus. Boah, sieht das gruselig aus. Hat auch was, ne? Wie in so einem Urwald. Der Nebel ist zurück. Das wechselt hier wirklich minütlich im Gebirge. Nebel, kein Nebel. Nebel, kein Nebel. Ja, wie ihr sehen könnt, sehen wir nichts. Nein, doch. Oh. Der Nebel ist heute so dicht wie eine dicke, gut gemachte Bouillabaisse. Ja, man muss dabei auch sagen, die Autofahrer sind so zuvorkommend. Mann, ist hier was los wieder heute. So wie gestern auch. Einige Autofahrer sind sogar so freundlich und machen die Warnblinkanlage an für uns. Top, Daumen hoch! Und man glaubt es kaum, eine Gebirgsabfahrt ist dennoch schwierig. Erstens muss man sich immer konzentrieren, zweitens darf man nicht zu schnell werden und drittens haben wir trotzdem Aufstiege. Ja, zwischendurch kommen hier Aufstiege. Ja, nicht so wie gestern, wo wir mal eine Erholung hatten oder mal ein bisschen bergabfahren konnten. Gestern ging es nur bergauf, heute haben wir so einen Mischmasch. Und da kam völlig recht, gerade so bei so einem nassen, glitschigen Asphalt hängt man ständig in den Eisen. Jetzt haben wir hier gerade wieder so ein bisschen Pause gemacht, mal einen Kaffee getrunken, ist ein bisschen aufgewärmt von der Abfahrt und kriegen wieder Besuch. Ein Kumpel. Na? Sehr aggressiv. Ja. Feiner Kerl. Nee, aber will nicht. Okay, da lang. Ja, da hinten sieht man noch, dahinter ist das Balkangebirge. Wir sind jetzt kurz vor Kostimbrod. Das ist ein Vorort von Sofia. Und da sieht man es.
Der Stern verdoppelt mal eben die Temperatur. Wir hatten heute Morgen 12, jetzt haben wir so 27, also mehr als verdoppelt. Und wir mussten uns einfach umziehen. Ja? Heiß. Heiß, ja. Okay, und da sich der Nebel komplett verzogen hat für uns, versuchen wir jetzt nochmal die Drohne nach oben zu jagen. Jo! Und da vor uns sieht man zum ersten Mal Sofia. Jetzt zieht euch mal den Ausblick hier rein. Was für eine Landschaftsszenerie hier auf uns wartet. Boah, ist das fantastisch. Ja. Für uns ist der Blick schon ziemlich weit und ziemlich klein alles, aber hier die Landschaft hinter uns ist bombastisch. Der Ausblick von hier, die Szenerie, die sich einem bietet, wir mussten einfach mal anhalten. Komm, noch einmal Chaka. Jo, geschafft. Chaka, geschafft. Erreicht. Kostinbrod. Puh, Abfahrt hat richtig Bock gemacht bei gutem Wetter. 45 Durchschnittsgeschwindigkeit, das rockt. So, jetzt einkaufen und dann geht es zum Schlafplatz suchen. Dobro utro. Guten Morgen. Hier in diesem wunderschönen Obsthain haben wir die Nacht verbracht. Genau da, wo jetzt mein Fahrrad steht. Gut geschlafen? Sehr gut, perfekt. Was machen wir heute? Heute geht es nach Sofia rein. Zu unserem Warm Showers Gastgeber Georgia. Nee, Georgia. Georgie. Shoshi. Mal gucken, wie Shoshi drauf ist. Wir freuen uns auf dich. Auf jeden Fall. Wird bestimmt cool. Und morgen entdeckt man dann die Stadt. Und heute auch schon. Okay. Es ist soweit. Wir fahren nach Sofia. Und im Hintergrund sieht man den Tschernivrach mit 2290 Meter, der höchste Gipfel um Bulgarien, um Sofia. Übersetzt, schwarzer Gipfel. Impulsant das Ding. In Bulgarien ist es übrigens so, wenn man die Leute trifft, dann lächelt einen keiner an. Aber wir haben ein bisschen recherchiert und das ist nicht böse gemeint. Das scheint wohl in dem Volk aus vergangenen Tagen drin zu sein, immer ein Pokerface zu haben. Denn derjenige, der einen anlächelt, das so denken die Bulgaren hier in Sofia, wollen irgendwas Böses von einem, oder? Wie ist dein erster Eindruck hier? Ja, ein bisschen verschlossen. Aber eigentlich ganz höflich. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Und plötzlich taucht ja auch mitten in Sofia unser erster Fahrradweg auf in Bulgarien. Jetzt fahren wir mal eben vorbei am Hauptbahnhof von Sofia. Auch ein Riesenteil mit Denkmal sogar. Krass, sieht aus wie die Empfangshalle bei einem Flughafen. Das hier vor uns sieht schon aus wie Innenstadt, oder? Ja. Hier ist unsere Ampel, hängt ein bisschen hoch, aber egal, Fahrradweg vorhanden. Und das hier ist der Löwenbrunnen irgendwie. Steht bei Google. Jo, hier unten kann man sich hinpflanzen und am Brunnen oder am Ufer chillen. Das erinnert mich gerade an Japan. Sieht geil aus.
Ja, in Sofia angekommen an der Moschee, hört man auch direkt hinter uns der Aufruf von, zum Gebet. Ja. Die Muslime strömen gerade hier rein. Wir haben gleich 2 Uhr. Sehr schöne Moschee. Jo. Wie das Gebäude von innen aussieht, erfahren wir auch bald. Da gehen wir nämlich morgen rein. Und aber den Hammer finde ich trotzdem, dass man hier massig Geld aus der Tasche zieht oder massig Geld scheffelt mit diesen Kamera- und Videoaufnahmen, was doch eigentlich ein Gebäude für die Allgemeinheit ist oder für Bildungszwecke oder ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch paradox, da sind richtig schöne Fresken an den Wänden.